Hallo, meine lieben Freunde. Hier ist euer Chris HD. Wie versprochen, kommt heute das erste Let's Play Video aus dem Landwirtschaftssimulator 17. Ich habe ihn jetzt endlich. Freue mich auch mega drauf. Ja, im ersten müssen wir erstmal gucken, was wir überhaupt jetzt machen wollen. Was überhaupt im Wachstum. Eieiei. Ist ja nichts zum Ernten da. Ja, das ist natürlich doof. Macht aber nichts. Das macht gar nichts. Ich bitte es zu entschuldigen. Es kann sein, dass es ein bisschen hakt mit der Grafik. Das liegt daran, weil meine Grafikkarte das Spiel nicht so ganz mitmacht. Aber es geht. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe ja lange schon gesagt, dass ich mal wieder ein Video geplant hatte. Jetzt ist es endlich mal soweit. Achso, hier mal rauffahren und mal gucken, was wir hier machen müssen. Ich schätze mal, dass wir das irgendwie ernten müssen. Das ist eine Mission hier. Ja. 35 Minuten. Das schaffen wir. Ja, meine lieben Freunde, wie lange hat man darauf gewartet, auf diesen Landwirtschaftssimulator? Am Dienstag war es endlich soweit.
Ja, und hier auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Basti, den YouTuber. Vielen, vielen Dank, dass du mir letztens geantwortet hast. Falls du dir das Video anguckst, ich habe dich ja abonniert. Heißt Piper oder wie du heißt. Auf jeden Fall Basti heißt du ja. Dir schon mal vielen Dank für deine ganzen geilen Videos. Du machst wirklich gute YouTube-Videos. Muss man echt sagen. Hat mich immer wieder fasziniert. Mit was für einer Begeisterung du das machst. Und ja, wie gesagt, ich finde den 1455er, den du da fährst, finde ich auch ziemlich geil. Ich bin aber mehr so der Fanfreund. Ich sag mal, ich halte nicht so viel von alten Geräten. Wobei natürlich die alten Fahrzeuge auch nicht schlecht sind. Ganz davon abgesehen. Aber ja, also ich muss sagen, der Sound hier im LS17 ist mega geil. Im Gegensatz zum 15er. Wow. Hammergeiles Spiel, also kann man nicht meckern. Grafik, naja gut, das ist mit meiner Grafikkarte. Ist jetzt nicht so prickelnd. Ich musste so ein paar Sachen auf Medium stellen. Aber ich sag mal, das ist nicht das Problem. Das ist weniger schlimm. Der Spaß ist da, der Spaßfaktor. Ganzen anderen YouTubern, die diesen LS17 die letzten Tage über im Livestream gezeigt haben und auch so in Let's Plays und so, also die ganzen Preview-Partner von Giants. Auch der Firma Giants danke ich dafür. Super geil. Aber geiles Spiel. Kann man nicht meckern. Die Zusammensetzung, auch die ganzen Fahrzeuge, die neuen Gerätschaften, die man hat. Die Möglichkeiten, die man hat. Echt wow. Bin ich echt begeistert. Dass man hier auch Missionen machen kann. Finde ich super, nicht nur sein eigenes Feld bearbeiten, seine eigenen Felder, sondern auch hier Missionsfelder machen kann. Echt klasse gemacht. Also man kann es nicht besser machen, sag ich mal. Ich habe gerade einen Erfolg gekriegt. Für was auch immer, ist egal, aber ja.
Knackengeräusch immer, was hier kommt. Das ist so der Hammer. Das hat man im LS15 noch nicht gehabt. Ah, das schafft man, das fällt. Das sieht gut aus. 28 Minuten, aber noch. Was kann man zum LS17 sagen? Der Sound ist gut. Das Spiel an sich macht hammermäßig Laune. Das war im 15er ja auch schon so. Weil natürlich der 17er das nochmal komplett top, sage ich mal. Der 17er top nochmal alles. Ja, auch ich spiele mit dem Logitech G27 Lenkrad. Das war am Anfang ein ziemliches Hin und Her, das mit der Umstellerei und der Einstellungssache. Aber momentan, also mittlerweile läuft das optimal, die Lenkung läuft, alles läuft gut. Ich wollte ja auch immer mal Livestreaming machen. Da muss ich leider zu sagen, das geht bei mir nicht. Ich habe es letzte Mal ausprobiert, mehrmals sogar. War bei der fast der Computer gestorben.
Das funktioniert einfach nicht bei mir. Das macht mein Computer nicht mit. Also da ist mein PC nicht dafür ausgelegt. Vielleicht habt ihr noch eine Ahnung, weil ich gerne mal ein Livestreaming machen würde. Also das habe ich schon immer geplant gehabt, einen Livestream zu machen. Aber wie gesagt, mein PC macht das leider nicht mit. Auch das Finanzielle, ich werde es höchstwahrscheinlich nicht gucken können, sage ich mal, mir das auf die Schnelle zu leisten. Klar ist es für die Zukunft schon mal geplant, ein Video-Livestream zu machen. Aber wie gesagt, momentan sehr, sehr schwierig. Geschrumpft oder warum sitzt sich so weit unten? Achso, ja. Ja, wie gesagt, momentan ist es sehr schwer, weil einfach erstens mal das Finanzielle nicht passt. Also finanziell haut es hinten vorne nicht hin. Zeitmäßig, ja, nein, ja, würde ich schaffen, sage ich mal, zeitmäßig kein Problem. Wäre nicht das Ding, aber das Finanzielle passt einfach. Das ist, dafür entschuldige ich mich, ich würde es gerne machen, ne, weil viele, die mich abonniert haben, kennen mich durch meine anderen Videos, durch den Eurotrack Simulator. War mit Clemens damals zusammen. Angefangen mit Clemens zusammen damals in World of Tanks. Beim Eurotrack Simulator. Ja, da kennen mich ja viele dadurch. Ja. Ja, wie gesagt, es ist halt schwierig. Also es wäre kein Problem, wenn ich finanziell mal ein bisschen weiter oben schwimmen würde, würde das sofort, also würde ich sofort Livestream setzen. Überhaupt kein Ding, überhaupt keine Frage, würde ich sofort machen. Also vielleicht habt ihr eine Idee, ob es da irgendwas gibt, was ich da vielleicht meinen PC überlisten kann oder so. Geschafft hier. Die Mission. Da muss ich ja ein bisschen Freunde machen hier. Unter den landwirtschaftlichen Leuten, unter den Bauern. Sag ich jetzt mal so. Den Landwirt muss man sich ja ein bisschen Freunde machen, deswegen hilft man mal, ne? Netterweise. Ist ja auch schon älterer Herr gewesen. Da war ich mir der Jüngste.
16 Minuten haben wir noch. Das ist doch hier ausschließlich, geht das hier von der Kornelle. Fahren wir mal einmal rum ums KT. Ups. So, aber locker und fein. Fahren wir dem Ende entgegen. Und damit war's das. Damit haben wir die Mission Alter Verfalter Lohn 17.256 Euro verdient. Alter, Zeitbonus 10.000. Alter Schwede. Ja, damit haben wir die erste Mission. Also sprich, naja, nicht die erste Mission, aber eine Mission beendet, meine lieben Freunde. Und damit verabschiede ich mich wieder von euch. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir definitiv einen Daumen da.
Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne machen, da freue ich mich drüber. Schreibt doch was in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt davon. Und ich sage von hier aus, bis dahin erstmal euer Chris und macht es gut. Bye bye und bis demnächst.